Hi, ich habe heute meine Beauty-Favoriten für den April für euch und ich fange mit einem Duft an. Ich muss ehrlich sagen, dass ich seit einiger Zeit nicht mehr so den Duft hatte. Ich konnte mich mit nichts mehr identifizieren. Ich bin ja sowieso jemand, der sich schnell so satt gerochen hat. Und deswegen habe ich einfach ganz lange Zeit gar nichts mehr getragen. Aber ich habe seit einigen Wochen wieder immer nur den hier getragen. Und zwar heißt der Kreateur des Parfums Serge Lutin. Und das Parfum an sich heißt Ombois Vanille. Ich weiß gar nicht, warum ich mich für den entschieden habe. Wie der Name sagt, ist hier auf jeden Fall Vanille drin. Und das ist mir eigentlich so seit 12, 13 Jahren ein bisschen zu heavy. Aber die ganze Komposition ist einfach so stimmig und so angenehm, dass ich den einfach liebe. Man nennt es, glaube ich, so in der Duft-Nerd-Sprache einen Gourmand-Duft, weil er einfach sehr, sehr schön weich und süß riecht und einfach sehr, sehr lecker nach etwas, was man gerne essen möchte. Ich lese euch einmal vor, was da drin ist, und zwar Bienenwachs, Bittermandel, Guayakholz, Karamell, Kokosmilch, Sandelholz, Süßholz, Tonkabohne, ich liebe Tonkabohne, und Vanille Absolue natürlich. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen, aber ich glaube, man hört ungefähr, wie das so riecht. Das ist auf jeden Fall ein süßer Geruch. Er hat auch ein bisschen was Pudriges, aber eben gerade so dieser Bienenwachs kommt irgendwie raus und ich liebe den Geruch von Bienenwachs. Und ja, das ist das, was ich so als erstes rieche, gemischt mit Vanille. Aber was ich eben so gut daran finde, ist, dass ich davon keine Kopfschmerzen bekomme. Und ich bin jemand, der sehr empfindlich ist, was Gerüche angeht. Es ist ein sehr potenter, starker Duft. Das heißt, man muss wirklich nur ein- bis zweimal aufsprühen an verschiedenen Körperstellen. Und das reicht wirklich den ganzen Tag. Und man riecht es quasi noch am nächsten Tag, aber eben ganz leicht und sanft und nicht so penetrant. Machen wir weiter mit Pflege. Und zwar habe ich im April ein Shooting gehabt, wo auch Nahaufnahmen gemacht wurden. Und da wurde mir ins Herz gelegt, vorher eine Hautkur zu machen. Habe ich, glaube ich, vorher noch nie gemacht. Und deswegen wurde mir dann das hier geschenkt. Und zwar von Barbour die Moist and Lipid Hydra Plus Active Fluid Ampullen. Das sind feuchtigkeitsspendende Ampullen. Ich kenne von Barbour nur diese Glow-Ampullen. Die sind auf jeden Fall eher ölbasiert und auch eher nährend. Und die sollen eben für feuchtigkeitsarme Haut sein und Feuchtigkeit spenden. Hier sind 7 Ampullen drin. Das ist jetzt eine neue Packung. Ich habe 2 bekommen und die eine habe ich eben komplett aufgebraucht. Und ich muss wirklich sagen, dass das einen Unterschied gemacht hat. Ich habe bei Pflege ja, wisst ihr, immer ein bisschen Probleme, sofort irgendwie zu sagen, finde ich toll, finde ich nicht toll. Weil gerade bei Pflege muss man einfach das eine Weile testen und sieht auch meistens einfach nach ein paar Tagen nicht unbedingt einen Unterschied. Aber hier ist es wirklich so gewesen. Ich habe beim ersten Auftragen schon gemerkt, dass meine Haut sich total prall angefühlt hat. Und ich habe hier zwischen den Augenbrauen immer so ganz trockene Stellen und die sind einfach weggegangen. Und auch so kleine Pickelchen, die ich auf der Haut hatte, sind davon auch weggegangen. Keine Ahnung, was da los ist. Die sind sehr flüssig, fühlen sich an wie Wasser und sieht auch aus wie Wasser. Könnt ihr hier sehen, hier ist noch so eine kleine Hilfe drauf, weil man die dann so knacken muss, aus Glas. Und dann habe ich die immer abends aufgetragen. Und zwar in mehreren Schichten, bis die Ampulle alle war. Das waren bei mir so, ich glaube, zwischen 4 und 5 Schichten sogar. Also aufgetragen, kurz gewartet, nochmal aufgetragen, nochmal und nochmal. Und danach hatte ich wirklich das Gefühl, die Haut ist schön prall und hat sich gut angefühlt, aber nicht geklebt oder so, eben gar nicht ölig. Und deswegen werde ich auf jeden Fall diese Packung aufheben, bis nochmal so eine Gelegenheit kommt und ich sage, okay, ich muss nochmal gut vorbereitet sein, meiner Haut muss es gut gehen oder eben gerade auch vielleicht, wenn man so Phasen hat, wo man denkt, die Haut sieht irgendwie schlecht aus und so leblos, dann will ich die nochmal benutzen. Dann kommen wir so langsam in die dekorative Kosmetik mit einem Produkt, was so halb Pflege, halb Make-up ist. Und zwar ist es von Clarins der Instant Light Natural Lip Perfector in der Farbe 606. Farbe sieht ungefähr so aus, wie man es jetzt hier sieht. Es ist auf jeden Fall eine Nude-Farbe, ein schönes mittleres Braun, habe ich auch aufgetragen. Könnt ihr, glaube ich, jetzt ganz gut sehen. Und ich liebe das. Ich weiß nicht, warum. Dieser Hype um dieses Produkt bestand vor vielen, vielen Jahren. Und damals konnte ich das irgendwie nicht so richtig verstehen, hatte davon auch schon eine hellere Farbe.
Aber jetzt gerade ist es bei mir so, dass ich die letzten Monate so trockene Lippen bekommen habe. Ich habe euch ja auch schon erzählt von der Allergie und so weiter. Und es wirkt sich einfach total auf meine Haut aus. Und meine Lippen sind super trocken. Und deswegen habe ich sehr, sehr gerne entweder das Lippenöl benutzt oder dann dazu gegriffen, weil hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Farbe drin ist. Es riecht unglaublich gut. Es fühlt sich so gut auf den Lippen an. Und das hält auch, finde ich, relativ lang. Ist so ein bisschen klebrig, aber nicht zu sehr. Und ich finde die Farbe super schön im Alltag. Es gibt ganz, ganz viele Farben bei denen dabei. Auf jeden Fall ein Produkt, was direkt wieder in der Handtasche landet. Jetzt sind wir offiziell bei der dekorativen Kosmetik angelangt und ich zeige euch eine Lidschattenpalette, die ich euch eigentlich erstmal nicht zeigen wollte. Die ist von Charlotte Tilbury und ganz viele von euch haben sich gewünscht, dass ich so ein Overview-Video mache mit all meinen Top- und Flop-Produkten. Deswegen habe ich da alle Produkte, die ich besitze, getestet und damit rumexperimentiert und habe aber immer wieder dazu gegriffen, sodass ich sie euch jetzt einfach zeigen muss. Das ist von Charlotte Tilbury, The Dolce Vita Luxury Palette. Es gibt keine genauen Farbbezeichnungen, aber die will ich schon so lange haben und ich fand, in den Videos sahen die Farben immer so schön aus und genau nach meinem Schemata und ich hatte die tatsächlich in der Goodie Bag und habe mich wie ein kleines Kind gefreut, weil ich sie so lange schon haben wollte und muss aber sagen, dass ich dann, als ich sie aufgemacht habe, das erste Mal angeschaut habe, dachte so, weiß nicht, weil irgendwie in Real Life sehen die Farben gar nicht so warm aus und nicht so kräftig, sodass ich die Palette erstmal eine Zeit lang nicht benutzt habe, sondern andere Produkte bevorzugt habe. Und ich bereue so sehr, dass ich sie nicht schon früher getestet habe, weil ich, wie ihr ja auch in dem Vlog gesehen habt, sie dort getragen habe und auch in den letzten Videos, glaube ich, ja, immer getragen habe und auch jetzt wieder alle vier Farben drauf habe. Ich werde sie euch in dem Charlotte Tilbury Overview Video auch nochmal komplett aufgetragen zeigen, also was ich wofür benutze und so weiter. Vielleicht einmal ganz kurz, ihr habt hier so einen Champagner-Rosé-Ton drin. Die zweite Farbe ist so ein schöner weinroter, ein bisschen heller als weinroter Ton. Hat auch so ein bisschen roséfarbene Schimmerpartikel drin. Dann haben wir hier ein dunkles Braun, was auch eher neutral aussieht. Und dann hier eben so einen Bronze-Goldton, aber das ist eben wirklich Glitzer. Das heißt, es wird auch empfohlen, das mit der Hand oder mit dem Finger im Speziellen aufzunehmen und dann wirklich aufs Lid zu packen. Genauso habe ich das auch immer gemacht und ich finde den Effekt sehr, sehr schön. Und jetzt sind wir auch wirklich beim letzten Produkt angelangt. Und zwar zeige ich euch eine Mascara. Ich muss ja wirklich sagen, nachdem ich so meine Traumkombi gefunden habe, mit der ich übrigens immer noch super zufrieden bin, bin ich sehr, sehr skeptisch allen Mascaras gegenüber und das hier ist auch bei mir zu Hause gelandet, habe ich zugeschickt bekommen und dachte so, I don't know. Heißt, ist auch von L'Oreal, 4/ Superstar X Fiber, das ist die Phase 1, das ist so die normale Mascara und dann hier auf der anderen Seite sind diese Fibers, wie man das nennt, also diese Faser-Mascara, die man dann eben auf die noch feuchten Wimpern aufträgt. Und das soll eben die Wimpern optisch verlängern und einfach einen dramatischeren Look geben. Ich habe mit solchen Mascaras in der Vergangenheit nicht so gute Erfahrungen gemacht, vor allem weil oft auch die Fasern irgendwie in die Augen kommen und so durch die Gegend fliegen. Das habe ich bei dem hier überhaupt nicht. Und was ich super finde, ist, dass wenn ihr eine Mascara wollt, die wirklich viel Länge gibt und schön aufgefächerte, definierte Wimpern macht, müsst ihr euch die mal anschauen. Ich finde, das ist jetzt keine, die super viel Volumen schenkt. Auch nicht die schwärzeste Mascara, aber die schenkt unglaublich viel Länge. Und Definition habe ich heute auch aufgetragen und ich mag sie sehr, sehr gern und bin sehr überrascht. Das war's für meinen Beauty-Favoriten. Mich würde wirklich sehr, sehr interessieren, wenn ihr mir schreiben würdet, was ihr gerade für ein Parfum benutzt. Ich benutze das und das ist auch so mein warmes, wohltuendes Parfum, aber ich suche trotzdem noch nach etwas sehr, sehr frischen, leichten, jetzt gerade für den Sommer. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr da so benutzt. Und wenn euch interessiert, was ich anhabe, dann schaut auf jeden Fall in die Infobox, da ist wie immer alles verlinkt. Und wenn ihr noch mehr Outfits von mir sehen wollt, dann guckt auf jeden Fall auch mal bei Instagram vorbei, wenn ihr mir da noch nicht folgt. Das hier ist mein Name. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Danke fürs Zusehen und bis dann. Ciao!